Heute im Star Talk ein Mann, der für sich das Wort Star niemals gebrauchen würde, aber er kennt sie eigentlich alle, die Großen. Und er hat sie erlebt, hinter der Bühne, auf der Bühne und zum Teil sehr, sehr privat. Und ich freue mich, ihm begegnen zu dürfen. Sein neues Buch heißt Begegnungen, Fritz Rau. Hallo Herr Rau. Hallo. Wir dürfen ja Du zueinander sagen, da bin ich ganz stolz drauf, dass die Konzertveranstalterlegende mir das Du angeboten hat. Das kommt mir aus dem Herzen. Ich gehöre ja zu einer Generation, wo man das Du nicht einfach als selbstverständlich nimmt. Aber wir haben ja schon verschiedene Mal zusammengearbeitet und das hat mir imponiert. Und wir sind beide Kulturarbeiter, jeder in seinem Metier. Fritz, du bist heute wieder in Thüringen. Im Grunde genommen ist es ja schon deine zweite Heimat. Naja, ich finde ja, lebe in Hessen. Und Hessen und Thüringen gehört viel besser zusammen. Du hast ja auch mal gesagt, der Gottvater der großen neuen Musik kommt aus Thüringen, Bach. Johann Sebastian Bach ist unser aller Vater. Wenn du dran denkst an das Modern Jazz Quartet, eines der wichtigsten Ensembles des Jazz, New York, John Lewis, Milton Jackson. Ja, da kann man nur sagen, Bach und Blues. Und nun haben wir Jazz Rautal, bei denen Bach-Stücke wie die Bourrées im Programm nicht fehlen. Das ist dieser wunderbare Flötist Ian Anderson. Auch hier Bach und Blues. Also Johann Sebastian Bach ist für Jazza und für anspruchsvolle Rockleute wirklich Gottvater. Bach war ja nun kein einfacher Charakter. Wäre der was gewesen für dich, dass du ihn veranstaltet hättest? Ja, aus einem Grund. Ich mag schwierige Charaktere. Ich mag Künstler, die mir auch manchmal wirklich auf die Nerven gehen. Da gibt es einen, der mir besonders am Herzen liegt, wie der Peter Maffay. Der ist Perfektionist und wehe, es läuft irgendwas nicht so. Oder Udo Lindenberg ist ja als Nervler schon geboren worden, aber glauben Sie mir nicht, glauben Sie mir bitte, dass Mick Jagger oder Harry Belafonte oder wer auch immer nicht einfach sind. Wenn sie schwierig sind, heißt es, sie nehmen ihre Sache sehr ernst, sie arbeiten, dann bringen sie es auf der Bühne. Die sind mir lieber als einer, der nett ist und umgänglich ist und alles macht, was man ihm sagt, aber es auf der Bühne nicht bringt. Jetzt zu den Großen. Ich soll dich fragen, wie war Michael Jackson wirklich? Der war einfach ein Mann, den ich für einen der ganz wichtigen Tonschöpfer halte. Ich glaube, wenn einer die Geschichte der Weltmusik um die Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende schreibt, 90er Jahre und so weiter, da kommt er an Michael Jackson nicht vorbei. Er hatte ein Schicksal. Er hatte keine Kindheit. Er war bereits mit 5 Jahren Leadsänger der Jackson 5 mit einem sehr strengen Vater. Und die haben nicht in eleganten Clubs gesungen, sondern in Kaschemmen, wo Rassismus in jeder Beziehung ausgelebt wurde. Und daraus kommt nun die Tatsache, dass er einfach die Verantwortung hatte als Leadsänger, dass er in allerjüngsten Jahren, wo wir alle noch Kinder waren, nur in der Musik gelebt hat und praktisch sein ganzes Leben der Musik gewidmet hat und es dabei versäumt hat, erwachsen zu werden. Und das führt dann zu Irritierungen, wie sie zum Beispiel auch Johann, wie sie auch Wolfgang Amadeus Mozart hatte. Du giltst ja für viele Musiker als Vaterfigur. Inwieweit konntest du dich da einbringen? Wenn wir jetzt zum Beispiel von Michael Jackson reden, ich denke da auch an Jimi Hendrix. Ja, also das mit dem Vater ist problematisch.
Das stimmt, auch Al Jarreau hat gesagt, er ist unser Papa und der Papa Fritz und Papa Rau. Und weil ich natürlich bei den Rockmusikern auch etwas älter war. Ich habe mal meinem Sohn einen Zeitungsbericht hingelegt, um ihm Eindruck zu machen. Der Mann, zu dem Zappa Papa sagt, naja, schöner Klang. Und dann hat er mich angeguckt und er war 13 und auf Englisch geantwortet, everybody's Papa is nobody's Papa. Und seitdem ist eben Udo Lindenberg mein Brüderchen und die anderen sind halt Freunde, Soul Brothers, nicht? Und Papa dürfen nur meine Kinder zu mir sagen, genau wie auch die Enkelkinder nur Opa sagen dürfen. Durch dich sind die Stars in den Osten gekommen. Ja, ich habe mich sehr bemüht, weil für uns war es einfach unerträglich, dass die herrlichste Musik, die wir erleben durften, live, das ist das Wichtigste. Dass die einfach eine Grenze hat, dass wir alle eine Grenze hatten, dass eine Grausamkeit, eine Stadt zu teilen. Stell dir vor, das ist in New York oder irgendwo. Und durch Udo Lindenberg ist meine Affinität für die Brüder und Schwestern aus dem Osten, aus der DDR, sehr lebendig gehalten worden, weil er schon in den frühen 70er Jahren die Wiedervereinigung herbeisang. Da wurden die Sonntagsreden unserer Politiker gehalten. Die haben mal die Wiedervereinigung erwähnt und sie stand ja auch in unserem Grundgesetz als Ziel. Aber keiner hat dran geglaubt. Und insofern habe ich mich bemüht, dann die Möglichkeiten zu nützen, die es gab, unsere Musik in der DDR vorzustellen. Fritz, man könnte dir stundenlang zuhören. Das kann man ja auch tun bei einem deiner Vorträge. Ja. Ich habe also jetzt seit dem Erscheinen meines Buches 50 Jahre Backstage, meiner Autobiografie, haben wir beide, mein musikalischer Begleiter Jürgen Schwab, der für mich sehr wichtig ist, haben wir über 400 Vorträge gehalten. Nicht? Das ist eine Menge. Und dabei durch eine tüchtige Agentin aus Thüringen laufen die Vorträge gut. Wir waren gestern in Gera ausverkauft und so weiter. Und wir freuen uns, dass wir heute in Erfurt auch wieder sein dürfen und schon weitere Planungen festgelegt sind. Und da berichte ich aus meinem Leben und Jürgen Schwab spielt dazu live Gitarre, singt. Er singt die wichtigen Songs der Künstler, die ich präsentieren durfte, aber auch, und das ist sehr schön, eigene Songs als Liedermacher aus seiner neuen CD heute noch. Das sind autobiografische Lieder aus der Mitte des Lebens. Sein Sohn macht zurzeit Abitur und er behandelt diese Problematiken, Eltern, Kinder und so weiter. Und er wird auch solche Lieder singen. Das liegt mir sehr am Herzen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das hält mich am Leben. Ich bin 81. Und nun denkt man daran, sich zurückzuziehen. Aber ich hatte keine Hobbys. Ich habe meinen Beruf, ich war ja gelernter Rechtsanwalt, habe den Anwaltsberuf dann an den Nagel gehängt, hat mir aber sehr genützt in meiner Arbeit. Und habe dann mein Hobby zum Beruf machen dürfen und Konzerte machen. Das war mein Ein und Alles. Und als ich mich
vor 6 Jahren zurückgezogen habe aus dem aktiven Business, im Alter von 74, da wird es auch Zeit. Da fiel ich erst in ein Loch, bis Freunde kamen und gesagt haben, schreib doch deine Biografie. Und jetzt sind wir unterwegs und da wir willkommen sind und da die Leute zuhören. Nicht? Also das ist ja ein voller Abend. Und sie werden natürlich, es wird ihnen geholfen, dass sie herrliche Live-Musik zur Abwechslung und Erholung dargeboten bekommen. Bin ich ganz glücklich, dass man mir mit 81 Jahren noch zuhört. Und soweit ich das beurteilen kann und in der Presse lese, finden die Medien das auch gut. Und so freue ich mich wieder mal in Thüringen, in Erfurt zu sein.